Guten Morgen, liebe Onkel Kramer-Freunde. Hier scheint noch ein bisschen Platz zu sein für ein neues Gerät. Man muss es nur enger zusammenschieben. Das ist schon echt voll, ne? Wir holen einen Lumberjack ab. Einen Howden Lucas, einen elektronischen Howden Lucas. Deswegen habe ich hier das Gespann schon gespannt. Die letzte Tour mit dem Transporter. Kilometer sind voll. Ich wollte erst mit dem Humvee fahren. Aber meine Frau meinte, fahr doch nochmal mit dem Bulli. So, wäre ich jetzt mit dem Humvee gefahren, dann wäre irgendwas passiert. Das ist immer so. Meine Frau hat komischerweise immer recht. Und deswegen fahre ich jetzt mit dem Transporter. So, ich habe schon Albträume gehabt deswegen. Wir fahren jetzt einmal nach Nordhorn hin. Übrigens meine neue Tür. Hammer, Hammer. Wir fahren jetzt nach Nordhorn hin, laden das Gerät ein. Aktuell ist hier tote Hose in der Arkade. Ist zu warm. Die gehen lieber baden, machen Urlaub. Ja, die Zeit kommt auch wieder. Natürlich, wenn man mit sowas gerade jetzt anfängt, dann wird man ein bisschen nervös. Braucht man aber gar nicht. Der Vergnügensteuerbescheid ist auch endlich mal gekommen. Ich glaube, ich war der Erste, der hier Vergnügensteuer für Unterhaltungsgeräte anmeldet im Dorf. Weil das ging irgendwie nicht. Ja, jetzt geht's aber. Es dauert ein bisschen. Die Software konnte das irgendwie nicht. Jetzt kann die Software das. Übrigens, ich weiß gar nicht, den habt ihr, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Tischkicker. Galando. Ja, richtig geil gemacht. Da mache ich auch mal ein Video drüber gerne, aber ist, wie gesagt, jetzt erst gekommen. Steckst Geld rein, ziehst hier unten, rein mechanisch, fallen die Kugeln hier rein. Dann kann man die nur mit dem Finger nach oben drücken, ins Loch. Hier kommt er durch, wo der Finger ist. Und dann kann man hier spielen. Vom Preis her war er schon echt so der teuerste, den man kriegen konnte. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt qualitativ der beste ist. Ich glaube, die spielen alle mit Leonardo, oder wie heißen diese Tischkicker, wenn die auf Turnier spielen. Aber hier, mir war halt wichtig, dass keiner meine Bälle klaut. Sag mal so, die Saarländer sind sehr ehrlich, die klauen eigentlich gar nichts hier oder kaum was. Und bei der Spedition steht schon mein nächster Automat, 2 eigentlich, wo ich eigentlich keinen Platz für habe. Und zwar der Silav. Wink and Snack. Allerdings nur einer, das musst du doch schnell nachbestellen, dass ich hier auch wieder 2 Geräte habe. Die werden wegkommen. Ich hatte erst überlegt, machst noch einen Standort auf, aber mir fehlt auch einfach die Zeit. Und wenn, dann will man sich ja auch 100% dem widmen, was man hier tut. Und da ich zu viele Sachen mache, kommt der, wie gesagt, weg. Hier die Kombination geht wahrscheinlich nach Fehmarn hin. Außerdem brauchen wir heute noch einen Ersatzteil hier für den Tisch. Da ist irgendein Netzteil durch. Der startet nicht mehr den Monitor, die Connection haut nicht mehr hin, die Verbindung. Aber ich würde sagen, wir düsen jetzt mal langsam ab Richtung Nordhorn und holen den Lumberjack. Was ein bisschen ätzend ist, sonst eine durchaus belebte Straße, wurde hinten im Kreisel zugemacht. Das heißt, hier kommt keiner mehr durch, ich glaube schon seit 2 Wochen. Es dauert gefühlt ewig, bis der fertig ist. Ja, kannst du nichts machen, ne? Ist halt so. Ich freue mich, wenn das wieder offen ist, dann ist ja auch ein bisschen mehr Betrieb wieder. Wobei der Snackautomat, also Snacks und Getränke, die laufen überdurchschnittlich mega gut hier. Dann brauchst du noch ein bisschen Wegzerrung hier einpacken und dann geht's ab. Ich werde den guten Wendo ein bisschen vermissen. Aber wie gesagt, ich habe alles darüber abgefilmt. Alle Schwachstellen, alle Probleme im Prinzip sind dokumentiert. Ich kriege hier strommäßig nicht noch mehr hin. Mir fliegt so schon morgens immer die Sicherung raus. Und platzmäßig hätte ich, also Platz hätte ich draußen sicherlich noch. Ich habe auch schon überlegt, ob ich vom Nachbarn irgendwie Strom hole, ob ich extra nochmal Strom legen lasse. Aber es funktioniert einfach in diesem Standort hier nicht. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren wird es einen neuen Standort geben, ja, größeren. Aber aktuell gefällt mir das hier, das passt ganz gut, das ist ein schönes Objekt zum Vorzeigen. Ich bin hier glücklich und das ist auch immer ganz wichtig, dass man glücklich ist. More happiness in your life, yes? So, los geht's. Auf dem Lumberjack, da bin ich übrigens sehr gespannt, also den Howden Lucas, weil ich denke schon, dass der ordentlich Umsatz machen wird, weil immer Dinge, die ein kurzes Spiel haben, auch mehr reinwerfen verleitet. Dementsprechend denke ich mal, dass der auf jeden Fall an den Boxer rankommen wird oder es wird ein Konkurrenzprodukt werden. Vielleicht nicht ganz so populär wie der Boxer. Aber es geht, denke ich mal, ganz gut in die Richtung. So, wenn man Geld hat oder irgendwas finanziert oder sonst irgendwas macht, dann muss man natürlich gucken, dass man da immer mehr bei rausbekommt, als dass es kostet. Natürlich könnte man mit dem Geld, was ich da investiere, in diese Unterhaltungsgeräte, sage ich mal, das könnte man anderweitig in einen Snackautomaten anlegen und hätte wahrscheinlich mehr von.
Man hätte nicht nur wahrscheinlich, man hätte sogar mehr von. Allerdings gibt es zwei Faktoren. Einmal habe ich da Bock drauf. Und Faktor Nummer zwei ist, es kostet mich nicht viel Zeit. Das heißt, ich stelle die Geräte auf und ich habe eigentlich nicht viel zu tun, außer das Geld rauszuholen und mal rüber zu putzen. Und habe selber auch noch Freude dran. Von daher ist es okay, klar. Wenn man jetzt genau mit anfängt hier zu rechnen, dann ist es natürlich eine unlogische Investition beziehungsweise eine ja nicht so viel bringende wie ein Snackautomat. Man muss aber sagen, dass diese Investition wiederum auch den Automaten draußen vor der Tür beflügelt. Der macht jetzt wie gesagt so 7.000 Euro Umsatz im Monat und das kommt ja nicht nur, weil der da so schön steht, sondern weil einfach das Umfeld, ne? Ich habe ja quasi einen eigenen Freizeitpark geschaffen, um diesen Automaten umzu. Gibt es ja verschiedene Versionen. Bei der Landwirtschaft werden oft Ziegen hingestellt, die man streicheln kann. Vorteil und Umsatzbringer, wenn Sachen da sind, die den Standort attraktiver machen. So. Übrigens, wenn meine Tante und mein Onkel dieses Video sehen, ich habe mir mal euren Anhänger ausgeborgt, der stand bei uns auf dem Hof. Also ich dachte ja, dann kann man sich den kurz ausborgen. Danke für diese freundliche Leihgabe. Ist der selber schon fast da? So, dann werden wir gleich den Stefan wiedersehen. Der Stefan hat auch meine Ehre beschmutzt. Meine Flipper-Ehre, hat meinen Highscore einfach hochgesetzt. Konnte ich jetzt zurückerobern. Es bleibt natürlich die Angst, dass er wiederkommt und wieder für Schaden sorgt. Rush! Also der sieht ja jetzt nicht ganz so katastrophal aus. Das könnte durch die Tür durchgehen, oder? Den hätte ich ja noch auf dem Tesla mitkriegen können. Jetzt müssen wir erstmal hier spionieren gehen, was es wieder Neues gibt. Hier, es gibt Captocranes! Müsst ihr jetzt noch kaufen? Drei Stück stehen hier noch. Gibt's noch mehr oder ist das jetzt alles, was ihr habt? Wir haben noch ein paar. Wir haben auch Basketballanlagen wieder. Und oh! Wir haben Price Zone noch. Price Zone! Ja, und vielleicht haben wir ja doch was. Schauen wir mal. Hier, da hat er jetzt holt er das erst her, aber packt es nicht aus. Ne? Ich dachte, wir können jetzt hier das neue Goal spielen. Oder Goal? Let's Goal. Let's Goal. Ich hatte auf der Messe in London schon mal so ein geiles Spiel gesehen. Da war das allerdings ein bisschen spillerig und mit so, ja, wie so, keine Ahnung, so eine Griffe, wo man die Bälle wegschießen musste. Ja, die Griffe hast du jetzt hier. Und die hast, ne? hast du jetzt quasi da. Das ist jetzt oben, ne? Also ja. Das ist eigentlich natürlich auf eher auf die Tischhöhe. Genau. Jetzt hier, genauso wie hier, gegeneinander und muss dann die Bälle bei dem Gegner ins Tor schießen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal in einem Video, damit du auch wiederkommen musst. Ne? Und vielleicht willst du dann auch den Rush endlich mal mitnehmen. Ich habe hier schon einen Rush gesehen, aber der ist, was ist denn da los? Wer spielt denn hier ohne Scheibe? Also ich hab ja Vermutung, dass hier irgendein Mitarbeiter seinen Highscore so hinbekommt. Also das ist, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich mach, wenn ich spiele, auch immer vorne ein bisschen höher, damit die Kugel besser nach hinten bleibt. Weil genau. Sonst fällt die immer zwischen diesen Fingern durch da. Oder du nimmst natürlich andere Möglichkeiten, einen größeren Ball. Da geht es so unten ja. Noch nicht raus. Ja. Gold finde ich ja auch geil, ne? Ja, wir haben zum Beispiel auch, das ist die ältere Version. Ja. Noch ein paar neue, wohlgemerkt, auf Lager, die günstiger sind. Also, falls einer von vorhaben möchte, gerne melden. 24/7 Service. Nummer, die private Telefonnummer packe ich unter diesem Video. Hast du gar nicht, von daher kannst du gar nicht halten. Sonst würdest du ja tatsächlich nachts anrufen. Ja. Das ist schon erlebt. Ja, wie gesagt, hier ist alles auf Lager. Greift zu, solange es auch da ist. Was steht da hinten denn? Irgendwas Star Trek oder? Das ist ja der, wenn man Automat kauft, denkt man, das ist der letzte und dann kommt doch immer noch wieder einer. Ich habe ja Rush-Verbot eigentlich. Erstmal kaufen wir was anderes, sagte meine Frau. Den Mini Brands Mania hatten wir auch noch. Genau, richtig, den fand sie nämlich gut. Wir müssen jetzt mal gucken wegen Platz. Du wolltest ja meinen alten Flipper noch verkaufen. Da habe ich ja noch nichts von gehört. Da hat kein Kunde angerufen, der einen alten Flipper haben will. Ich kann ja um die Hälfte reduzieren, von 8 ja. auf 4.000. Gut. Ja. Von 2,8 auf 1,4 hast du gesagt. So, jetzt haben wir Anti-Rutschmatten unter, Ladungssicherung, hier alles perfekt. Und da kann gar nichts passieren und ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg. Moment, eine Sache noch. Ne? Ich bin enttäuscht. Komm mal gerade mit. Das gab es noch nie. Wir hätten mal locker noch ein, zwei Geräte reingepasst und der fährt jetzt mit einem leeren Wagen nach Hause. Was für eine Verschwendung und was für eine Enttäuschung. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich spiele so ein bisschen, guck mir mal an, ich spiele mal so ein bisschen traurige Musik rein. Ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr bei KMS was kauft, dass ihr keine Lastschrift oder irgendwas macht.
Ich hau ab. So, schnell wieder weg, da muss man echt aufpassen, weil Herr Stefan ist natürlich auch ein guter Verkäufer und dreht einen immer mehr an, immer mehr Zeugs, immer die Bude wird immer voller. Jetzt guckt er schon nach Immobilien, wo ich was mieten könnte, dass ich da auch wieder was reinstellen kann. Furchtbar. Nee, also super, ne? Also Lumberjack aufgeladen. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Gerät vom Umsatz her. Und ja, ich werde demnächst wieder meine Zahlen veröffentlichen. Im Sommer geht ja natürlich jetzt nicht so viel. Da geht keiner in eine warme Arkadehalle rein. Da sind die lieber am Strand baden, Urlaub machen. Es ist jetzt halt saure Gurkenzeit, was das angeht. Aber es kommen auch wieder die schlechten Tage vom Wetter her. Jetzt, das sind meine guten Tage. Aber dafür kompensiert der Snackautomat draußen natürlich den Umsatz. Unterhaltungsautomaten sorgen außerdem auch für Kindheitserinnerungen. Ich habe an meinem ersten Automaten gespielt, da war ich 8 oder 9. Das war in einer Kneipe in der Stadt Buttstedt. Ich habe leider nur 1 Euro, eine Mark habe ich gehabt. Aber es war so geil, ich habe mich so darüber gefreut. Und ne, das blieb oder bleibt einem bis heute, blieb mir das im Kopf. Und wenn ich überlege, wie ich in Oberhausen zocken war oder in Kerpen, oder das ist immer ein positives Erlebnis, was einem im Kopf bleibt, was nichts mit Sucht zu tun hat, was ja, einfach wie ein Urlaub ist, ne, wo man sich gerne daran erinnert. Und so sehe ich Arcadehallen, Unterhaltungsgeräte. Und ich freue mich oder ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr wird, dass die Gesetzesgebung ein bisschen einfacher werden vielleicht dafür, dass man ja, aus Deutschland ein Arcade-Paradies macht. Überleg doch mal, wenn ihr als Kind irgendwo in Malle wart oder so, die Spielhallen, da durfte man das erste Mal rein, da war noch mit Ballerspiele und das geht hier ja gar nicht eigentlich, aber man hat das gefeiert, ne? Also Hammer. So, da sind wir. Meine Frau ist fleißig. Hallo Frau, wieder ordentlich was verkauft, das ist super. Bald darfst du einen Silaf auffüllen. Alles noch drauf, hält. Wollen gucken, dass wir ein paar Dosen kriegen. Lager ist proppevoll, das muss man im Sommer immer haben, genug Getränke da hat. So, jetzt wollen wir mal schauen, wo wir den hinstellen. Ob wir schon ein Gerät abbauen müssen oder ob wir alles reinkriegen. Also ich denke mal, der Holly Lukas, der kommt hier vorne hin, lautstärkemäßig am weitesten von den Nachbarn entfernt. Eiskalt Bier können wir rüberschieben. Vielleicht können wir den Popcorn da hinten dafür dahin schieben. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal, wie das wird. Machen erstmal die Gurte los. Von der Größe her ist er wie so ein Boxer, kann man sagen. Ein bisschen breiter. Ich hoffe, wir kriegen den so durch die Tür. Ja, das sollen wir wohl irgendwie hinkriegen. So, lässt sich erstaunlich gut rollen. Der passt natürlich nicht durch die Tür. Wir müssen ein bisschen schräg drehen. Dann ging es aber. Ah, der wird bombastisch sein. Der wird richtig bombastisch sein. Der sieht aber nicht nett aus, ne? Können wir die Größe. Der ist größer wie ich. Und hat Leuchteaugen, glaube ich. Oh, hier manche, die pissen sich dann an, wenn da so kleine Kratzer drauf sind. Das macht aber gar nichts. Das kommt noch genug dazu. Lustig auch hier hinten. Einmal. Bargeld fällt da rein. Mit rot markiert, das finde ich cool. Und oben nochmal zum Einstellen. Platine und so weiter sitzt ja alles. Kleine Anleitung. Und innen riecht da Satan nach ordentlich Chemie. Aber der ist auch frisch gebaut. Die haben momentan nicht viel auf Lager. Ist gerade erst eingetroffen und ja, aber wird auf jeden Fall der Burner sein. Wir müssen ja ein bisschen ranschieben, ich schalte ihn erstmal an. So, Saft ist drauf. Hier sehen wir die Credits, hier sehen wir den Highscore. 1 Euro 2 Games, 2 Euro 5 Games. Ist das nicht ein bisschen zu günstig? Vielleicht müssen wir es auch umstellen, mal gucken. Wollen wir mal gucken hier, wa? Ort. Oh, da sieht man, wie das richtig hoch geht. War jetzt aber kein super Highscore. Highscore! So, meine Frau ist dran. Oh! Highscore! Go, go! Yo! Ich glaube, urheberrechtlich ist das nicht ganz so sauber, aber die Polen haben da echt ein gutes Gerät gebaut. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Jetzt müssen wir uns beeilen, da kommen nämlich die ersten Gäste wieder. Dann werde ich nochmal eben einstellen. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns gleich nochmal. So, jetzt war hier gerade noch eine Familie, die hatte hier nämlich Spaß, hat überall mal 1 Euro reingesteckt und das Kind hat sich super doll gefreut. Was gibt es Besseres, ne? Also wirklich schönes Spiel. Das eins hier, was nervt, ist das Kabel, was hier rumfliegt. Und aber sonst wirklich richtig schickes Ding.
Ich hoffe, mit dem Hammer haut keiner in den Greifautomaten rein oder in den Boxer. Wer weiß, kann alles passieren. Bonussystem habe ich ausgestellt, gibt jetzt nur noch 1 Euro Einschlag, ist auch völlig in Ordnung. Ich muss auch ein bisschen Geld damit verdienen, das ist auch ganz klar. Auf jeden Fall schöne Sounds. Einhändig werde ich jetzt nicht den Highscore knacken. Wenn das Warner Brothers sieht, dann gibt es eine auf dem Pinsel. Aber ich freue mich, wie gesagt. Hundertprozentig wieder ein neues Teil hier drin. Als nächstes geht der Zyklonflipper raus. Der ist auf Kleinanzeigen drin, relativ günstig, so ich finde, weil ich brauche Platz. Ansonsten stelle ich mir jetzt zu Hause lange hin. Da kommt die Kaffeemaschine dann hin. Draußen als nächstes der Silav-Automat. Das ist der Hammer. Den werde ich dann nochmal vorstellen. Könnt ihr auch bei uns auf der Webseite schon sehen. Der wird dann, wie gesagt, Vendo ersetzen. Das hat nichts damit zu tun, dass Vendo irgendwie schlecht ist. Ganz im Gegenteil, ich habe damit jetzt bis jetzt gut Umsatz gemacht. Das weiß ja jeder. Jeder kennt ja die Zahlen im Prinzip. Aber es ist Zeit auch mal für was Neues. Und dass ich neue Produkte vorstelle, vor allem auch welche, die wir im Automatenland im Shop halt haben. Aber ich denke mal auf jeden Fall, das kann sich hier so definitiv sehen lassen, oder? Oh, hier müssen wir noch ein neues Netzteil einbauen. Der hat versagt. So, dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Einschalten. Bleibt sauber, ordentlich und anständig. Viel Spaß mit den neuen Geräten hier im Laden. Und ansonsten lasst ein Abo da, drückt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Automaten braucht, geht auf onkelkramer.de. Gibt es auch einen 200-Euro-Gutschein. Wenn ihr was wissen wollt, wie man so ein Automaten-Business startet, das braucht ihr nicht bezahlen. Das gibt es bei mir bei onkelkramer.de auch umsonst auf der Seite. Ich glaube, über 20 Videos sind zum Videokurs drin. Also, danke euch fürs Einschalten. Ciao.